Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Tja, wir stehen mal auf. Oh, ich habe wieder kein Gesicht. Süß. Da lädt das Spiel wohl nicht richtig. Mal schauen, ob sich das bessert, wenn ich rausgehe. Tja, wenn das Gesicht so bleibt, habe ich ein Problem. Bleibt es? Oh, das ist nicht gut. Mal schauen, was passiert, wenn wir die Gegenstände wechseln. Hallo? Ja, es liegt an der Maske. Alles klar. Tja, naja, gut. Dann sind wir halt der Gesichtslose. Und ich habe eigentlich schon längst was vor, und zwar mich den Kaiserlichen anzuschließen. Ich habe ja gefragt, welchen ich mich anschließen soll. Aber ich muss sagen, ja, eigentlich sind die Kaiserlichen fast besser. Tut mir leid für die, die jetzt gesagt haben, gut, wir möchten eigentlich die Rebellen. Er wäre verrückt, das zu probieren. Er hat nicht genug Leute. Hat er nicht. Hallo, mein Lieber, ich möchte mich anschließen. Euch vielleicht zum nächsten Gefängnis begleiten? Ich wurde freigelassen. Ich hätte überall hingehen können. Ich bin hier, um für das Kaiserreich zu kämpfen. Ja, das stimmt wohl. In Ordnung. Warum redet ihr nicht mal kurz mit Lega Trecke? Ich denke, wir können jemanden von eurer Sorte gebrauchen. Es gibt nicht viele, die Helden überlebt haben. Außerdem gehe ich davon aus, dass eure Gefangennahme bloß ein schreckliches Missverständnis war. Das ist keine Sache, das ist eine Rebellion. Nennt es, wie ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Ihr habt Helden überlebt? Yep. General Tullius hat mir erzählt, was passiert ist. Nicht viele haben es da lebend rausgeschafft. Ich habe ein gutes Gefühl, was euch angeht. Und das ist bei mir nicht häufig der Fall. Eine Kriegerin vertraut immer ihrem Bauchgefühl. Für euch habe ich eine kleine Prüfung anstelle der üblichen Vorgehensweise vorbereitet. Wenn ihr sie besteht, unterhalten wir uns über eure Zukunft bei der Armee. Ich mache alles, was ihr von mir verlangt. Nein, ich sage, was für eine Prüfung. Eine Prüfung, die eure Fähigkeiten unter Stress testet. Ich schicke euch nach Festung Rarkstar, damit ihr sie säubert. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, habe ich keine weitere Verwendung für eure Leiche. Was ist bei der Festung Rarkstadt? Viele der Festungen in den Weiten von Himmelsrand wurden von den Alten erbaut. Leider sind die meisten mittlerweile zerfallen. Und fast alle wurden von Banditen und anderen Vagabunden übernommen. Festung Rarkstadt ist eine der wenigen, die noch so gut wie unbeschädigt ist. Wir werden hier eine Garnison errichten, aber zuerst werdet ihr die Banditen beseitigen, die sich hier breit gemacht haben. Ich gehe alleine? Ja, das ist eine Prüfung. Ich bin der Meinung, dass die gewöhnliche Miliz nichts für euch ist. Ich will herausfinden, was in euch steckt. Die Festung gehört schon so gut wie gut, euch. Das wollte ich hören. Und jetzt an die Arbeit, Soldat. Yeah, yes, sir. Yes, ma'am. Balgru verwehrt der Armee das Recht, Truppen. Yes, irgendwas machen wir. So, also, Quest. Wo muss ich hin? Ein neuer Rekrut. Tam tam. Tam tam. Tja, dann auf und schauen, wo das eigentlich ist. Und dann säubern wir das. Flott. Und das machen wir ganz schnell. Ich hoffe, dass ich da dann gleich die Beschwörungskunst noch ein bisschen machen kann. Ich möchte das nämlich langsam aber sicher fertig haben. Was da oben? Dann gehen wir von der Wolfshöhlenschädels, Wolfs irgendwas, da
Da musste ich ja auch mal was töten. Eine Hexe oder so. Ja, genau. Jemanden, den sie wiederbeleben wollten. Ah, für alle, die es nicht wissen, in der letzten Folge habe ich geheiratet. Leider nicht Lydia, sondern Aela. Aber ich habe keinen blassen Dunst, wo die hin ist nach der Heirat. In meinen beiden Häusern ist sie nicht und in der Gilde auch nicht. Tja, wir müssen da hoch. Ich beschwöre aber mal meinen Frostigen. Ich habe keinen blassen Dunst, wie ich den nennen soll. Frostigen. Fritz Frostig vielleicht. Fridolin. Gefrier dich. Nee. Ich habe einfach keinen guten Namen für den. Koloss Cool. Okay, klingt alles bescheuert. Ist das? Da muss ich hin? Ah, so scheint es. So scheint es. Von den Banditen muss ich das säubern. Nun ja. Das kann nicht gut ausgehen. Doch, das wird super ausgehen. Denn Fritz Frostig tötet euch. Nee, der Name finde ich nicht gut. Ja, das... Oh, das sieht nicht gut aus. Das sind viel zu viele und ich denke, das sind ganz, ganz starke. Ganz genau. Das meinte ich. Oh. Aber mein frostiger Koloss, der ist immun gegen, wo haben wir es? Den Eissturm. So viel heißt wie, das nutze ich, ups, das nutze ich aus, aber irgendwie kriege ich es nicht so hin, wie ich will. Das Schwert bringt mir gar nichts. Und jetzt. Komm. Genau. Nun frierst du. So ist es gut. Ja, ich habe da im Hintergrund noch einen Bogenschützen gesehen. Aber um dich kümmere ich mich nicht. Das kannst du machen, Großer. Viel Spaß beim Spielen. Rührt's. Oh. Ah, ich treffe den hinten gleich. Rot's Team noch. Ja. Willst du nicht reingehen, mein Lieber? Den vielen schönen Menschen hier drin Hallo sagen. Wo ist er, der Bogenschütze? Ah, da oben steht er. Der andere wahrscheinlich da oben. Yep. Was, da bin ich ja? Ja, hier bin ich. Hallo. Tja, hier oben ist... Wow, das andere. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den da hoch befördern. Das geht nicht. Ja, jetzt ist gut. Ah, hier ist die Treppe. Na. Junge. Angreifen. Ich kann den überall beschwören. Ich weiß nicht, warum du dich versteckst. Das hat so keinen Sinn. Oh. Der tat weh, mein Freund. Was soll das? Autsch.
kannst du da hochgehen? Bist du für das... Ja, Franz ist der frostige Friesland. Frei, wild. Irgendwas? Mir fällt nichts Gutes ein. Aber ich habe ohnehin nicht vor, ihn lange zu behalten. Komm, kill ihn. Ja, 8 noch. Jawohl, 8 noch. Das ist fast nichts mehr. Du dünn. Los. Ja, das war alles. Mehr als genug für dich. Tja, die Liebe meines Lebens, sie chillt hier unten. Na, noch weiter unten. Komm, lass mal gut sein, Schatz. Tschüss. So, und wir gehen ins Innere der Höhle. Der Feste. Der frostigen Fest. Aber zuerst noch kurz das mitnehmen. Da sollten nämlich Eisenstiefel drin sein. Die habe ich schon so lange gesucht. Ja, Eisenstiefel. Toll. Ich hatte gehofft, dass da Erze drin sind. Sind aber keine Erze drin. Was war das? Doch, der Herr. Nichts. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ups. Ich habe auch kein bisschen vor mich zu verstecken. Du hast aber einen kräftigen Schlag, mein Freund. Ja. Den solltest du nicht gegen mich verwenden. Ich glaube, jetzt habe ich aus Versehen alle Zaubertränke. Ja, ganz toll. Boah. Ja. Ich habe hier ein Problem. So ein Nahkampfproblem. Feuerblitz dieses Mal. Uah. Dieses Mal geht's aber feurig zu und her, mein Freund. Ich habe bereits die Oberhand, meine Liebe. Und nun brennen! Ein Elfendorch, den behältst du mal, weil ich belebe euch wieder. Und zwar zuerst... Moment! Zuerst den... Falsch. Noch eins. So. Jetzt bin ich nicht mehr alleine unterwegs. Das ist eigentlich das Ziel. So. Okay. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass die Feste jetzt bereits eingenommen ist. Aber man, ups, man weiß ja nie. Ich knack das mal und dann durchsuche ich alles. Nee, komm jetzt. Nein. Noch ein bisschen. Nein. Dann halt dahin. Ja. Jedoch. Was ihr seid, die ich töten muss, dann übe ich an euch jetzt ein bisschen Flamme. Ups. Ich, so war das nicht gedacht. Aber ich übe an dir trotzdem noch ein bisschen Zerstörung. Die dürfen nicht stehen, das ist das Problem. Die müssen tot sein, dann habe ich sie gefunden. Das war ein Fehler, die wiederzubeleben.
So, draußen hat es noch ein paar. Die gehe ich jetzt holen. Oder gehe ich zurück? Ich habe keinen blassen Dunst. Mal schauen. Kann ich jetzt... Nee, jetzt muss ich da rein. Ja. Ah, in den Kerker. Mal schauen, was alles im Kerker ist. Nein. Wow. Du rennst und bist tot. Ich nehme den noch mal rein. War das der letzte? Nee, da unten hat's noch mehr. Ich warte mal, bis der hier hochkommt. Und klau mal alles, was nicht angemacht ist. Nun, ist es jetzt gesäubert? Ja. Gut. Ich gehe trotzdem noch kurz nachsehen, was da unten ist. Ein Hahn. Was haben wir hier Schönes? Alles schön verschlossen. Niemand drin. Ja, auch nicht. Okay. Ja, genau, sowas habe ich gesucht. Ja, mein Großherz, bleib mal stehen. Ist ja gut. So, mal zurück. Und die Prüfung bestanden. Und los. Da fehlt ja nicht mehr sonderlich viel. Ach noch, dann ist die Beschwörung ganz oben. Und dann mache ich da noch ein Zwischen... Irgendwas, denn es gibt noch Missionen für die Beschwörungskunst, wenn man 100 erreicht hat. Dafür muss ich dann in die Magiergilde. Ich möchte eigentlich die 100 schon erreichen jetzt dann, weil ich habe schon in vielen Folgen immer das doofe Schwert beschworen. Und das ist einfach nicht so interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tut langweilig. Ups. Und rein hier. Das wird so auch nochmal eine kurze Folge. Ich Männer dafür opfere, hinter einem Märchen herzujagen. Schön, so. Euch wieder in einem Stück zu sehen, Soldat. Ich schicke sofort Männer zur Festung. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Aber bevor wir weitermachen, ist es an der Zeit, dass ihr der Armee offiziell beitretet. Redet mit General Tullius. Er wird die Vereidigung vornehmen. Mit eurem Beitritt zur Armee leistet ihr einen Eid, der euch in den Dienst des Kaisers und somit eines jeden Bürgers im Kaiserreich stellt. Ihr habt eure Meinung geändert? Wollt ihr nun doch Soldat für das Kaiserreich sein? Ja. Ich bin bereit, den Schuh abzulegen. Nun gut. Sprecht mir nach. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus Mede II. Meine ewige Treue. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus Mede II. Meine ewige Treue. Und unerschütterlichen Gehorsam den Offizieren dieses großartigen Kaiserreiches. Wer über mir steht, möge mich richten. Wer unter mir steht, mich niederstrecken, falls ich meine Pflicht verletze. Wer über mir steht, möge mich richten. Wer unter mir steht, mich niederstrecken, falls ich meine Pflichten verletze. Ja, lang ja, lebe das ist der gut. Kaiser. Lang lebe das Kaiserreich. Okay. Lang lebe der Kaiser, lang lebe das Kaiserreich. Willkommen bei der kaiserlichen Armee, Soldat. Ja. Vergesst nicht. Dankeschön. Wir kümmern uns um uns selbst. Wer einmal in der Armee ist, der bleibt dort sein Leben lang. Redet mit Beirand.
Er hält sich normalerweise bei der Schmiede auf. Er wird euch ausrüsten. Nun, gut. Wenn ich mich nicht irre, hat Legat Ricke einen Sonderauftrag für euch. Gut, dann spreche ich nachher mit dir, aber an der Stelle mache ich noch einen Cut. Jetzt ist Ruhe! Zaubertränke bekommt ihr in Angelines Aromalädchen. Ich sagte Ruhe. Ja, ich mache hier nochmal kurz einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!